In der Bläserklasse sind wir halt eigentlich das wieder so eine normale Klasse, nur dass wir im Musikunterricht halt Instrumente spielen, halt Blasinstrumente, bis auf einer, der spielt halt Schlagzeug. Wir können in der Bläserklasse zwischen Querflöte, Klarinette, Euphonium, Horn, Trompete und Posaune wählen. Die Bläserklassen sind für musikalisch natürlich besser ausgebildet, weil die haben einfach mehr Unterricht. Dann wirkt sich das meines Erachtens auch wirklich auf so das Klassenklima an sich aus, dass die einfach besser zusammenarbeiten. Und was ich auch vor allem aus musikalischer Sicht sehe, das Singen ist dadurch immens verbessert. Also mir gefällt vor allem, dass es Familien erreicht, die sonst nie ein Blasinstrument spielen würden. Ne, ist ja manchmal so ein bisschen der Vorbehalt, so muss man in die Musikschule gehen, kostet auch Geld, ne, das ist teuer. Das ist halt hier eine niedrige Barriere, also da können halt quasi jeder sich anmelden, man braucht keine Vorkenntnisse. Und vor allem auch, wenn die Eltern jetzt sagen, ich habe überhaupt keinen Plan von Musik, aber ich würde gerne, dass mein Kind ein Instrument spielt, das ist natürlich super, weil dann kann das hier erlernen und vor allem immer im Klassenverband. Die motivieren sich dann auch gegenseitig und man muss nicht allein sein zu Hause nur üben, sondern hat halt immer eine Probe noch zusätzlich und mit der Musikschule zusammen ja auch kleine Gruppen, wo man zusammen das Instrument erlernt und das ist natürlich ein gegenseitiges Motivieren. Ich fand das irgendwie, ich hatte das auch, wir sollten drei Lieblingsinstrumente auswählen, von denen, die halt zur Verfügung standen. Da hatte ich Posaune auf Platz 2, weil ich irgendwie Posaune ganz interessant fand mit dem Zug und so. Eigentlich wollte ich Schlagzeug, aber das durften wir eigentlich auch nicht auswählen. Also wenn man sich für die Bläserklasse entscheidet, dann kann man sich bei der Anmeldung anmelden für die Bläserklasse. Man bekommt dann ein Formular und dann meldet man sich quasi an. Und dann nach der Anmeldung werden die Klassen halt zusammengestellt und dann wird ein Vertrag mit dem Förderverein über die Ausleihe des Instrumentes gemacht. Also Kosten sind von dem Europäischen Sozialfonds getragen, das heißt der Instrumentalunterricht, die Probe und so weiter, das ist alles abgedeckt. Und für die Instrumentenleihe beim Förderverein, der die Instrumente ja den Kindern zur Verfügung stellt, da gibt es das 5 Euro pro Monat. Also es sind 60 Euro im Jahr und wenn man mal das vergleicht, was man bei einer Musikschule bezahlen würde, allein für Unterricht und die ganzen Sachen, ist das wirklich eigentlich fast geschenkt.